In diesem Video werdet ihr einen kleinen, circa 3 Kilometer langen Stadtweg. Wer? Von wer? Stadtwaldweg sehen. Von wer? Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Au! Meine Frau und ich machen eine kleine Wanderung. Wir wandern heute in den Stadtwald Werl und gehen den Waldlehrpfad, oder? War das der, ne? So. Das ist hier. Irgendwo, da wo Lona steht, da ist das Schild. Der Waldlehrpfad. Keine Ahnung, wie lang der ist. Wie viele Kilometer der hat? Spontan. Ich wollte mich gerade eigentlich in Lost Place filmen. Aber da waren so viele Leute gewesen und ich wollte nicht vor den ganzen Leuten da einfach reingehen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir was anderes. Sind gerade hier so vorbeigefahren. Mhm. An der alten Kaserne vom Werl. Hier wäre ja eigentlich auch ein Lost Place. Allerdings ist da auch eine andere Firma jetzt drauf. Auf dem Kasernengelände. Da kann man wahrscheinlich auch nicht drauf gehen. Und da haben wir jetzt hier geparkt und gedacht, komm, dann machen wir eine kleine Wandertour. Ist noch ein bisschen kalt. Minus 1 war es gerade, glaube ich, in Ordnung. 1 Grad. 1 Grad was? Mhm. Und da liegt Schnee. Ja. Da. So, dann gehen wir mal den Lehrpfad. Waldlehrpfad. Viel Spaß. Hier ist die erste Station. Oh. Cool. Ich möchte nicht so lange stehen bleiben. Wow. Von 0 bis x Jahre. So, ich hoffe, die erste Station wurde aufgenommen. Weil Akku gerade ausgegangen ist. Mhm. Schon die erste Batterie leer, obwohl ich gerade erst mal ein paar Minuten filme. Was soll's. Weiter geht's. Viel Spaß. Wir sind an der zweiten Station angekommen. Die Stockwerke des Waldes. Cool. Okay, hier ist es ausgeschildert. Hier ist eine Kreuzung. Also da vorne war die eine Station. Und dann ist es hier nach rechts ausgeschildert. Dann gehen wir mal hier rechts lang. Da. Dem Wald lernen Pfad. So, jetzt geht es hier nach rechts. Zu den Lehrpfad. Ja. Ich habe die ganze Zeit Lernpfad gesagt, aber es ist ein Lehrpfad. Meine Frau sagt, warum sagst du Lehrpfad? Lernpfad, das ist ein Lehrpfad. So, ja, wirklich? Ach ja. Ah ja. Guck mal, nachher gehen wir da wieder lang, ja? Ach so. Da ist auch noch ein Schild. Ah, wir gehen jetzt hier einmal rechts lang, dann links lang und dann irgendwie zurück. Was haben wir hier? Etappe Nummer 3. Da. Im Wald. Cool. Da fehlt nur noch die Erklärung, wenn die Tiere Scheiße machen, den Stoffkreislauf. So, die nächste Etappe, Nummer 4. Tag- und Nachtgreifvögel. Also die jagen tags und nachts über. Cool, ja. Ja. Die Eule. Die Augen. Schön. Guck. Bah. Information Nummer 5. Was steht da? Die Lebensbezeichnung auf
Kreislauf der Stoffe im Wald. Okay. Oh, das ist Wespen. Und das nächste Schild. Hurra! Die Aufgabe in der Forstwirtschaft. Aber das ist orange. Oh, orange? Was? Wo? Ja, sag ich doch geradeaus. Weiter geht's. Wo geht's da runter? Wo geht's da hoch? Und hier ist schon wieder die nächste Information. Der Natur auf der Spur. Wow. La 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 la. Was ist da? Papa? Bitte tanzen. Komm. Komm. Was ist da? Nicht? Okay. Die nächste Kreuzung. Wir müssen links lang. Also sehr gut ausgeschirrt, muss ich sagen. Nur eine Einkreuzung war kein Schild, aber dafür war ein paar Meter weiter ein Schild. Oh, was steht da? Pferde verboten? Obwohl, Pferde dürfen durch, man darf nur nicht durchreiten, heißt das, oder? Ja. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt hier auf einer Kreuzung zu, ja. Normalerweise, wenn es im Sommer ist, wird man hier wahrscheinlich vielleicht Probleme haben durch den ganzen Laub, weil da hinten das Zeichen ist. Da ist das Zeichen. Das ist der Vorteil, wenn man im Winter geht, dann sieht man die Blätter, also dann sind die Blätter nicht da und man sieht die Schilder ein bisschen leichter. Und weniger Leute. Und weniger Leute, das stimmt. Nur immer welche, die gerade Gassi gehen mit dem Hund. Oh no. Machikoro. Boah, und das ist der Nachteil vom Winter und vom Regen. Also wenn es richtig frozen ist, ist es ja hart. Dann ist es nicht mehr matschig. Dann geht es ja auch noch. Aber jetzt, ein Grad sagst du, ist es, ne? Ja, opa. Okay. Dann sind wir jetzt hier beim Waldpfad. Hier sieht es aus wie ein großer Rastplatz. Dann schauen wir mal uns an. Oh, da ein Spielplatz. Ich glaube, die Stangen sind ein bisschen kalt. Da gehe ich nicht rauf. Wolltest du da rauf gehen? Nein, danke. Oh, dann ist da eine große Hütte. Ich glaube, nicht für Grillen geeignet. Obwohl... Aber das ist groß, ja. Alter Falter. So, jetzt sind wir hier lang gegangen. Wo ist jetzt hier? Ach, da hinten geht das weiter. Ganz gerade durch. Insektenhotel. Genau, Insektenhotel. Oh, das ist ein Lost Place, ja? Wo? Wie? Das da. Dach ist schon eingestürzt, halb. Das meint, da ist hier. Ja, ich weiß. Ich meinte wegen des eingestürzten Dachs. Ist das nicht ein Lost Place? Hör dich bloß, ey. Pola. Ja, cool. Nicht schlecht. Waldbrand, Gefahr. Achso, okay. Also, da auf die Steine kannst du wahrscheinlich ringsherum was machen. Verboten. Verboten, alter Vater. Oh, meine Hand friert ein. Andere Hand nehmen. Die Batterie ist auch schon wieder fast leer. Wenn es so kalt ist, sind die Batterien von einer Canon so schnell leer. Oder gibt es noch Spielplatz dahinter? Ein Insektenhotel. Das kennen wir ja schon. Schon 1000 Stück von gesehen.
aber immer anders. Ja, immer ein bisschen anders. Oh, ein Rotkehlchen. Hallo Rotkehlchen. Oh, weg ist er. Ich wollte gerade zoomen. Nein, da, da. Ah, meine Hand. Hi. Ich. Bier. Was essen Der ist noch da. Gerne. Da, oh, jetzt habe ich den gerade drauf gehabt. Da. Da ist er. Hallo Rotkehlchen. Guck mal, wie dick der ist. Zu viel gegessen. Ja, nee, das ist kalt. Die pustern sich dann auf. Aha. Okay. Und ich sag mal, weiter geht's, oder? Okay. Wollen wir zurück? Wir müssen da lang. Wirklich? Nicht da? Wo? Nicht da geradeaus? Nein. Wirklich? Ja. Okay. Ich folge dir. Ich mir auch. Grüß mal. Ah, krass. Gerade da vorne noch gefilmt, 5 Meter und schon wieder am Machen ein Schild. Alt- und Totholz. Schön, 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 schön. Oh, so süß, guck mal. Wer? Die Farbe. Ja. Gelb, grün, blau, weiß. Eine Blaumeise. Schwarz. Keine Ameise, eine Blaumeise. Erdkröte. Hier ist eine nächste Station, ein Bauchmuskeltrainer, Trainerinnen. Ach so. Für Frauen. Also für Frauen, ja, Trainerinnen. Also erstmal das Aufwärmen, los. Hops, 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 okay, gemacht. Jetzt machen wir Krafttraining. Bis 150 Kilo. Hops, 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 hast du gemacht. Und jetzt dehnen. Hops, 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 hast du gemacht. Digga. Das war das schnelle Training von Lona. Oh, das war mein. Nochmal nachgucken hier. Was? Ja? Familienfahrt? Nein, Trimfahrt und Lehrfahrt. Ah, das hier ist ein anderer, das ist der Trimfahrt. Oh, nächstes Mal, Digga. Digga, oh, gleich, sofort. Nein, Digga. Stimmt, wir wollen noch so einen Weihnachtsmarkt Soest. Ich glaube, den filme ich auch. Ich weiß aber nicht, ob ich den veröffentlichen werde. Ich habe Tropfen abgekriegt. Bis gleich. Okay, wir haben das nächste Schild erreicht. Das Rehwild. Hier ist es gerade so ein kleinen. Kleines offenes, kleine offene Fläche. Ich glaube, da hinten ist was. Oh, siehst du? Was sind Schilder. Oh, oh, scheiße, schon wieder Wasser. Eis. Goodness light. Hier haben wir, ich denke, die nächste Information. Gerhard Stahl, natürlich digital weit. Oh, guck mal, du kannst dahinter stehen, dann mache ich ein Foto von dir. Hast du, haben wir ein Foto von dir, wie du im Wald stehst? Ja. Okay, warte mal. Okay, bis gleich, Leute. Tato, dua. Dua, tiga. Okay. Dua. Ja. Okay, satu, dua. Mit Füße? Ja. Satu, dua. Hier ist wieder so ein Waldlehrfahrtschild. Wir müssen nach rechts. In Graz sind wir da lang gegangen. Da so, da. Nicht hier den Weg, hier vorne, sondern dahinter. Genau. Ich habe Angst, wir müssen schnell weg hier. So, hier kommt schon die nächste Information. Wer lebt denn hier im Reisighaufen? Reisighaufen? Reisighaufen. Die leben alle da. Oh, Schlange. Blindschleie. Also, was ist das denn? Blut? Schleiche. Schleiche. Was ist das denn? Nicht Schleiche.
Schleiche. Und guck mal, die 19 auch. Eine Ringnatter. Was wir gesehen haben? An der Ruhr? Nein. Was wir gesehen haben, das sah so ähnlich aus wie eine Kreuzotter. Also, sah so ähnlich aus, ja. War schwarz, ne? Genau. So, wir sind jetzt hier von das Schild da vorne losgegangen und sind jetzt hier so an dem Baum. Der Baum zeigt nach rechts. Ah, da hinten ist das eine Schild. Also ich denke mal, wir müssen geradeaus gehen. Das Zeichen nach rechts ist bestimmt irgend so eine Tour, die die Leute hier gemacht haben, oder? Oder ist von Trimm-Dich-Fahrt? Weil da vorne ist auch der Trimm-Dich-Fahrt. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach geradeaus und da vorne nach links. Hoffe natürlich, dass es richtig ist. Und am Ende sehe ich ja, wie viel Schritte ich gegangen bin. Weil wir nicht wissen, wie viele Kilometer. Genau. Man kann natürlich auch noch nachschauen im Internet. Steht bestimmt was drin über den Werler Stadtwaldweg. Stadtwaldweg war das, ne? Mhm. Über den Waldlehrpfad. Und da vorne ist schon der Parkplatz. Da hinten. Aber wir sind gleich am Ziel angekommen. Schauen wir uns nochmal das Schild hier an. Was steht da? Waldränder in Biofernwundsystem. Biotopverbundsystem. Ja. Hammer. So, der nächste Trimm-Dich-Fahrtposition. Aber hier geht ja noch mal ein extra Weg, der Trimm-Dich-Fahrtweg lang, haben wir gesehen. Also gehört das nicht zu uns, sondern zu irgendjemandem anders. Sagen wir mal, wir gehen jetzt weiter. Da vorne ist das Haus, das neben dem Parkplatz steht. Da vorne ist das blaue Dach von den Dingens um uns. Und dahinter stehen auch schon die Autos. Die 500 Stück. Nein. Aber sehr großer Parkplatz. Der Wanderweg ist auch sehr interessant. Ja. Ist zwar jetzt nur ein Waldweg. Auch nicht gerade sehr groß. Aber okay. Aber ist ganz okay eigentlich. Gefällt mir. Ich bin jetzt auch nur 6000 Schritte gegangen. Also sprich 2300 hatte ich einen Anfang gehabt. Dann sind wir also 3700 Schritte gegangen. Sagen wir mal, 3 Kilometer ist der Weg. Ah, hier geht der Trimm-Dich-Fahrt. So viele. Oh, cool. Cool. Wow. Hier, nochmal so ein... Ach, hier, ich habe den einen Schild übersehen. Oh, ja. Ah. Anatomie eines Baumes. Okay, jetzt sind wir natürlich hier auch an der Verkehrsstraße, an der Hauptstraße, die sehr befahrbar ist. Deswegen ist hier ein bisschen lauter. Hier ist nochmal Trimm-Dich-Fahrt-Station. Und ich denke mal, da geht der Trimm-Dich-Fahrt lang. Oh, das ist was anderes, ja? Ah ne, das ist der Trimm-Dich-Fahrt. Warte mal, da haben sie auch die ganze Gegend von oben fotografiert. Trimm-Dich-Fahrt. Ich habe mich getrimm-dicht. Der andere Weg. Genau, das ist der andere Weg. Und wir sind ja von hier oben losgegangen und dann hier unten lang, hier lang, hier lang. Dann hier lang, dann hier hinten irgendwo lang, dann so, hier einmal so lang, dann wieder so und so zurück. Also fast genauso, ja? Boah, fast genauso.
Nur 2,5 geht. Ab 14 Jahren ist der Weg. Ab Körpergröße 1,40 Meter bis 150 Kilo. Mhm. Und Notrufnummer 112, wer kennt sie nicht? Wenn du nicht mehr atmen kannst, vergiss dich. Gut, richtig. Dann gehen wir mal zum Auto. So, zum Abschied kommen wir hier nochmal an den Spielplatz vorbei, den wir vom Parkplatz aus gesehen haben. Also ich, du auch? Ja. Ja, meine Frau auch. So ein schöner Piratenparkplatz. Schön. Piratenparkplatz, Piratenspielplatz. War gerade dann überlegen, ja, was habe ich da gerade gesagt? Piratenparkplatz? Sand. Ja, da ist ein Sandkasten, eine Rutsche, ein Lost Place Haus. Guck mal, wenn es regnet, können die Eltern da sitzen und die Kinder da spielen. Wenn es regnet. Guck mal, das dreht sich hier. Hui. Wolltest du drin drauf sitzen? Dürfen wir? Nee, eigentlich nicht. Bin zu schwer. Wenn ich drauf sitze, macht's knack. Oh, gefährlich. Okay, dann gehen wir schnell zum Auto und fahren zum Soester Weihnachtsmarkt. Oder Werler Weihnachtsmarkt. Und oder Neheimer. Oder Neheimer Weihnachtsmarkt. Oder irgendein Weihnachtsmarkt. Luna möchte auf den Weihnachtsmarkt. Sie möchte oder wieder. Luna möchte Schokolade essen, oder? Trinken. Die habe ich schon getrunken. Also heute nichts mehr? Ich tue aber noch hier. Ah, aus Kartoffeln. Reibekuchen, ja. Okay. Gut, dann bis gleich im Auto. So, das war der Weg. Stadtwald. Stadtwald Werl. Der Rundweg hieß Waldleerfahrt. Und wie fandst du den Weg? Geht. Ich fand den ein bisschen kalt, aber sind ja auch 0 Grad. Ja, also im Winter kalt, normal, klar. Der war okay gewesen. Benotung von 1 bis 10, was würdest du dir geben? 7. Ja, ich auch. Oh, wir sind uns mal einig, ja. Mhm. Ich war auch erst dann überlegen, 6. Dann haben wir, 7 habe ich mir gedacht. Weil haben sich schon sehr viel Mühe gegeben mit den ganzen Beschilderungen, mit den ganzen Informationen. Also das ist richtig top. Halt Waldweg, normal, hat man nicht so viel Abwechslung. Ist halt nur fast nur Matsch heute gewesen. Ja, ansonsten. Nicht mit Kinderwagen. Ja, mit Kinderwagen kannst du trotzdem zum Geländekinderwagen. Ah ja, das hier. Der passt da auch durch. Gut, dann. Danke fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.